Hallo zusammen, hier ist wieder der Plastikschnitzer mit einem neuen Projekt. Das Projekt bewegt sich diesmal sozusagen eine Stufe weiter als das, was ich bisher hier auf dem Kanal gemacht habe, nämlich Modellbau, Funktionsmodellbau. Diesmal machen wir das Ganze eine Stufe größer. Es geht letztendlich um gleiche oder ähnliche Technologien und Bauteile wie früher. Allerdings ist es nicht so, dass ich diesmal die Technik irgendwo einbaue und es dann fahren oder bewegen lasse. Nein, diesmal fahre ich selber mit. Ja, die Energiekrise, Verkehrswende ist in aller Munde. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, mit all den Dingen, die ich im Laufe des Lebens in meinen Modellbaubereichen gelernt habe, da juckt es mir doch in den Fingern, auch mal selber was real und groß zu bauen und auszuprobieren. Ja, ich will mir tatsächlich mein eigenes Elektromobil bauen, was mit minimalem, einfachsten Aufwand so weit wie möglich vorwärts kommt. Es geht ganz konkret um ein dreirädriges Handbike, was ich habe, das ich umbauen werde, das ich elektrifizieren werde und ein Solardach oben drauf baue. Ich habe in den vergangenen Jahren mich viel mit Photovoltaik, also Solarzellen, befasst und auch damit experimentiert und einiges an Erfahrung gesammelt, und mir juckt es in den Fingern, da einfach was zu machen. Die Idee ist also, dieses Vehikel so zu bauen, dass ich mit der Solarleistung, die ich zur Verfügung habe, möglichst weit komme und sogar bei der mir gegebenen Fläche, in meinem Fall ist das so etwas über 2 Meter lang, 70 cm breit, sogar mehr Leistung zur Verfügung habe bei idealen Bedingungen, als mein Motor braucht. Aus gesetzlichen Vorgaben bin ich auf 250 Watt Dauerleistung und maximal 25 km/h begrenzt. Das ist die E-Bike-Regulierung, die es gibt, die übrigens in ganz Europa ungefähr in ähnlicher Ausführung inzwischen harmonisiert existiert. In dem Bereich kann man ohne Versicherungskennzeichen, ohne Zulassung, ohne TÜV und auch ohne irgendeinen speziellen Führerschein fahren und kann sich in einem Bereich bewegen, der also auch Fahrradwege betrifft. Also ich dürfte damit auch auf Fahrradwegen fahren. Ziel soll also sein, so ein Gefährt zu bauen, zu sehen, wie funktioniert das alles, funktioniert das überhaupt, kann ich mir das alles selber bauen? Ich hoffe doch ja. Und ja, wie weit kommt man am Ende damit? Es geht also nicht nur darum, mal eben einkaufen zu fahren, sondern wirklich auch auf Langstrecke zu gehen und zu schauen, kann man damit wirklich auch größere Distanzen zurücklegen. Das Ganze hat natürlich den Vorteil, dass es extrem leicht ist und durch das geringe Gewicht bekommen die 250 Watt Dauerleistung eben auch einen ganz anderen Effekt. Ja? Ich habe schon mal testen dürfen, was bedeutet die Leistung eigentlich wirklich, wenn man da nur ein bisschen mitkurbelt oder tritt, kommt man ganz, ganz schnell auch wirklich an die obere Geschwindigkeitsgrenze. Und darüber hinaus kann man natürlich auch noch selber auch noch schneller fahren, wenn man die notwendige Kraft dazu mitbringt. Gesetzlich darf eben der E-Antrieb dann nicht mehr mithelfen. Das Projekt geht also genau darum, das Gefährt so zu bauen mit allem, was dazugehört. Ich werde den Bau begleiten auf YouTube und auch viele Bereiche erklären. Die Techniken, die dahinter stecken, sei es um den Akku geht, wie baut man sich sowas selber, ein größeres Akkupack, um die gesamte Solartechnologie, also ein sehr spannender Bereich, da gibt es sehr viel zu lernen und auch wo man wirklich nach eigenen Lust und Laune sich was bauen und basteln kann, da lohnt es wirklich tiefer einzusteigen. Ich habe einfach Spaß daran, wieder was zu schrauben und auch auf YouTube das Ganze zu begleiten und dann am Ende vielleicht auch auf große Tour damit zu gehen. Ja, soweit die neue Projektidee. In den kommenden Wochen und Monaten wird es hier weitergehen mit Videos zu dem Thema. Und ja, wer weiß, wohin die Reise geht. Ich habe einfach gemerkt, dass das, was ich im Modellbau in der Vergangenheit gelernt habe an Fertigkeiten und auch an Wissen, ich bastel schließlich schon seit Kindertagen in dem Bereich, das hat mir in meinem Leben enorm viel gebracht. Das ganze Wissen darum, wie funktioniert was, wie kann man was machen, wie kann man was reparieren, wie hängt was zusammen. Das ist nicht nur auf den Modellbau beschränkt, sondern das hilft mir letztendlich überall. Egal, ob ich hier meine eigene Autobatterie lade oder ein Fallacar-Systemauto, übrigens mit dem gleichen Ladegerät, was ich auch auf meinem YouTube-Kanal mal gezeigt habe, möglich. Das hilft einfach weiter in entsprechenden Situationen. Und sei es auch neben den ganzen Elektrothemen, Holz, Metall, Plastikverarbeitung, habe ich alles im Modellbau gelernt, hat mir enorm viel weitergeholfen und gebracht im Leben. Und genau in dem Sinne geht es jetzt hier weiter, nur eben in einem anderen Maßstab, eine Nummer größer. Aber die Liebe zum Basteln, zum Schrauben und der Spaß bei der Sache,
der ist genauso wie früher. In dem Sinne, den Dötcoin bitte immer an der richtigen Seite anfassen und bis zum nächsten Mal. Ciao!